So. Okay, ich... Aua. Okay, ich wollte sagen, nicht unten lang, aber das hat sich jetzt auch erledigt. So. Ich meine, es wäre natürlich viel... Ah. Oh. Nein. Wenn Kirby irgendwelche Gegner gesaugt hat... Oh. Ja. Toll, wenn das Spiel weitergeht und man die Hände nicht an den Tasten hat. Wenn Kirby irgendwas eingesaugt hat, kann er nicht mehr fliegen. Und das ist natürlich richtig toll, wenn man gerade über einem Abgrund hängt. Ah, super. 3 Leben. Gut. Aber es hilft alles nichts. Ich mache trotzdem weiter. Sich jetzt umzubringen hat keinen Zweck. Ich habe noch alle Chancen der Welt. Oder zumindest 3 Stück. Ja gut. Ich habe keinen Lust, da hochzufliegen. Ich bring dich auch um. Stirb! Diesmal springe ich nicht ins Sau dabei. So. Geht doch auch so. Du. Böser Schirm. So. Aua. Das tat weh. Schirme sind böse. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Nicht nur Pinguine, sondern auch Schirme sind böse. Sie sind praktisch die Inkarnation des Teufels oder so. Und diesmal nicht. Stirb! Haha. Diesmal nicht, mein Freund. Ich weiß jetzt, dass ihr so eine lange Attacke habt. Ah. Mistvieh. Ihr seid harmlos. Okay, ich lasse mich trotzdem von euch treffen. Obwohl ihr harmlos seid, na toll. Ah, da kommen gleich wieder die Pelikane, ne? Stopp! Link mit Bumerang. Also die sieht echt aus wie so ein bisschen wie Link. Oh, sagte ich nicht gerade. Ich lasse mich nicht von den Pelikanen treffen. Hier. Sieht doch aber echt aus wie Link, oder? Also ich finde, der hat so eine ähnliche Mütze. Und Link nutzt auch einen Boomerang, also... Die Ähnlichkeiten sind erstaunlich. So. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Link sein soll oder einfach so ein Boomerangwerfer, der mir total auf die Nerven geht, weil ich nicht genau weiß, wie ich an ihn rankommen soll oder dass er mich trifft. Aber diesmal nicht mein Freund. Ich trau den nicht. Das war knapp. Wenn ich den Eif gesaugt hätte, werden oder versucht ihn aufzusaugen hätte, bin ich garantiert getötet. Ich traue mich, ich muss jetzt die ganze Zeit saugen. Nein! Oh, nein! Aber je öfter man stirbt, desto besser kennt man das Level und desto besser kommt man durch. Und irgendwann... Nein, 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 nein! Okay. Vergiss, was ich gesagt habe, man kommt noch nicht besser durch. Aber man weiß wenigstens, wo welche Gegner kommen. Jetzt habe ich diesen Link auch geschafft, ohne mich treffen zu lassen. Und... Haha, ich wusste, dass du kommst. Und irgendwann, also man kommt immer weiter und irgendwann schafft man es dann komplett durch. Und dann freut man sich richtig. Und dann... ich habe dich vergessen. Dann heult man doch wieder, weil dann der Bossgegner kommt und einen total fertig macht. Und man wieder am Anfang des Levels anfangen muss. Ah! So. Ah, und ich erinnere mich gerade daran, dass dieser Bossgegner auch 2 Inkarnationen hat. Ah, einmal das Auge, das zwischendurch kommt. Ja, spring genau rein, Kirby. Ich glaube, das ist kein Zweck. Ich spring nicht. Obwohl, gut, ich fange hier wieder an. Ich dachte eigentlich, ich fange bei der Tür draußen wieder an, aber hier mache ich dann doch noch ein bisschen weiter. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum Boss, vielleicht schaffe ich ihn sogar, aber wenn nicht, dann kann ich mich wenigstens wieder an sein Bewegungsmuster gewöhnen. Okay, einmal rechts, rechts, links saugen. Okay. Man muss gucken. Er macht 2-mal links, 2-mal rechts, 2-mal links, 2-mal rechts. Gut. Okay, du bist vorher nur geschossen, du hast nicht solche komischen Kreisebewegungen gemacht und wir sind bei 32 Minuten. Wir sind jetzt offiziell länger dabei als bei der ersten Runde und wir sind immer noch in der 4. Stage. Und ich werde garantiert noch lange brauchen, um dann den Boss-Run zu machen bei der 5. Stage. Also, ja, es dauert ein bisschen. Und was haben wir hier? Bitte gib mir noch ein Leben. Ich will doch nur ein Leben haben. Mano. Hey, cool. Kirby kann nicht untergehen, wenn er aufgeblasen ist. Das ist cool. Sowas gefällt mir. Hier war der blöde Stachel. Spring! Oh. Ah, gut. Aha. Okay. Ja, ich lasse mich natürlich noch von der Explosion treffen. Aber das war das erste Mal, dass ich mich jetzt hier getroffen habe. Treffen
lassen habe. Okay, ich glaube, hier muss ich einfach in der Ecke bleiben. Und dann irgendwie die großen Bomben aufsammeln.